Ich grüße euch, Freunde des Entitos. Willkommen zurück zu Dead by Daylight und zu einer neuen Folge Camera. Schaut rüber, heute ein Video von Alexis. Sie spielt Blight in seinem neuen Skin. Und bevor es hier richtig losgeht, schauen wir kurz in die Perks und Addons rein. Also, Alexis spielt hier ein lilanes Addon, das Buch-Addon. Das sorgt dafür, dass man beim Stürmen unentdeckbar wird. Und ein gelbes Addon, was dafür sorgt, dass die Stürme schneller wieder ready sind. Interessante Kombi. Und dann wird gespielt an Perks. Ruf der See, Barbecue, Geißelhaken, Schmerzensecho, entweder Lightborn oder Shadowborn. Eins von beiden wird es sein. Interessanter Perk-Bild, interessante Addons, interessante Map und vor allem sehr schöner Skin. Und bin ich mal gespannt. Ah, mit Text hat sie reingemacht. Okay, mit Text. Sie hat sich da so ein bisschen verkalkuliert. Na, Blight. Generell ist ja ein bisschen tricky zu spielen. So, dass jemand AFK. Ja, moin, Feng. Das Böse bei Blight ist ja, der kann aus jeder Ecke kommen, der kann überall her dashen, wenn man es gut macht. Und wenn sie dann auch mit unentdeckbar spielt, ist das nochmal so ein bisschen ekliger. Oh, die wollte das Fenster fängen. Ja, nicht so schnell. Ich denke, sie hat hier die... von dem Skin. Der Skin ist übrigens der William Birkin oder so ähnlich heißt der, glaube ich. Ist ein Legendary Skin und wie alle Legendary Skins hat er natürlich eigene Voice Lines. Und sie hat hier wahrscheinlich die Voice Lines extra als Text hinzugefügt. Hallo, andere Fang. Sehr cringy. Und auch den Slow Wall, genau, sehr schön. Oh, die Becken, ja, oh, machen wir. Oh, es wird gedashed. Oh, das schafft. Das schafft sie nicht. Hätte sie vielleicht. Oh, oh, okay, okay. Das wird also Shadowborn sein. Da Alexis sich ja jetzt weggedreht hat aus dem Lichtkegel. Also spielt sie mit Shadowborn, was eine sehr gute Wahl ist auf Blight tatsächlich. Auch hier in Killern ist Shadowborn nützlich. Kann nützlich sein. Oh, den hat sie nicht mehr gekriegt. Da hat die Klödia. Ist so eine Klödi, ne? Ja, ist eine Klödi. Richtig schön abgewartet. Hat die Palette. Auch schöner Dash. Schön die Palette geschreddert. Gut geschaltet. Oh, jetzt wird's interessant. Ja, da läuft die Klödi und. Ist sie abgedreht oder weiter? Ja. Ja, der Versuch war schon gut. Hier ist sie. Sie will die Palette halt spielen. Schwing rein! Genau, sehr schön. Richtig schön. Reinschwingen. Ich meine, die Palette hätte sie sowieso gedroppt. So oder so. Und dann kann man auch reinschwingen. Wie sie da herschleicht, Alter. Die fängt, ne? Kommt zu. Ja, moin, was geht ab? Ne? Ach, Palette, geil. Oh, die fängt, Alter. Weißt du, sie ist einfach nicht mal gerannt oder so. Einfach so. Hallo, ich war gerade hier in der Nähe. Schöner Dash. Sehr schön gemacht. Ja, das ist halt böse mit unentdeckbar. Die Leute werden dann so ein bisschen. Ach, komm, ich höre den. Du hörst ja Blight. Ja, jeder Killer macht ja seine eigenen Geräusche. Ja, die haben ja nicht nur Terrorradius. Und ja, dann sind sie so. Also, farmt einfach ab. Ich will dir was erklären und du farmst ab, Feng. Ich hätte aber die Klödi geslappt auf jeden Fall. Guck, sie will es ja auch. Slapp die Klödi. Einfach hat sie was zu tun. Ne? Da muss sie sich menden, ist ja ein Gesundheitsstatus mehr heilen. Also, dann haben die immer ein bisschen mehr zu tun, das mache ich immer so. Immer ruhig mal reinslappen. Hier haben wir noch keinen Gen fertig und ich glaube, Klödi ist schon dead on hook. Und wir haben hier einen richtig schönen Curve gehabt. Der war wunderbar. Also, so langsam kommt Alexis ins Gameplay rein hier. Da sind richtig schöne Dashes dabei. Ja, also wirklich atemberaubend schön. Und auch der hätte schwingen können, aber passt schon. Peng geht zu Boden. Und eine Gratis-Palette. Sehr schön. Wunderbar. Ja, hier sogar ein Skirt-Schub. Also besser geht's ja gar nicht. Ran damit. Tada. Und Barbecue sagt uns, was abgeht. Also schon wieder Kratzspuren. Es wird einfach direkt abgefarmt und es war wieder die eine Fang.
Ja, die Obsession Fang, so nenne ich die jetzt nur noch. Die Obsession Fang ist so ein Fan von, jo, der Killer ist zwar noch hier, aber ich hole dich trotzdem vom Haken. GG. Oh, und dann hat hier auch noch Dead Heart. Und der erste Gen wird fertig, Leute. Also wenn jetzt nicht noch drei andere Gens hochgehen, dann kann Alexis hier die Füße hochlegen und einfach mal eine Runde chillen. Okay, schön, aber schön gemacht auf jeden Fall. Da ist wer verletzt. Wer ist das? Wer ist das? Die Fang, ne? Es ist die Obsession Fang, ne? Ja! Es ist die Obsession Fang. Oh, da wird gedashed. Und ja, es läuft nicht so, wie Alex sich das vorstellt. Oh, da droppt die Palette. Achtung, nicht einlaufen, genau. Palette verschwendet. Ah, GG, Jake. Wofür eigentlich? Was machst du da, Jake? Geh und mach doch einen Generator. Ah, oh, Leute, ey. Es ist so lächerlich manchmal, ne? Ja, die haben jetzt einen Gen fertig. Cluti ist der Turn hoch. Diese Obsession Fang ist auch nicht am Gen. Was sind das wieder für Survivor hier? So, der braucht schon Generatoren, Alter. Geh weg mit deinen Generatoren. Das war auf jeden Fall schön rumgedashed für den Jake. Für den. Komm, schwing rein, schwing, schwing, schwing. Ah, Dead Heart, okay. Dead Heart. Aber die Palette gibt es gratis obendrauf. Sehr schön. Und das ist ja auch schon mal was wert. Und die Obsession Fang ist alt hier. Oh, das war aber ein schöner Versuch. Ja, komm, drop die Palette. Und sie wartet. Und Slowboard über die Palette. Gerade bei Paletten könnt ihr ruhig um die Ecke schwingen. Das ist so hart. Die Survivor werden da teilweise so hart bestraft fürs Paletten campen oder fürs Paletten verschwenden. Oh, da kommt Cludi. Aber zu spät. Timing verpasst. Okay. Ja, Obsession Fang kriegt jetzt ihre Strafe. Es ist noch kein Gen angegangen. Es sitzt auch keiner an dem Generator. Zumindest haben wir jetzt mit Barbecue keinen gesehen, der am Generator sitzt. Ich liebe das ja, ne? Also du kannst ohne Scheiß, du kannst der beste DBD-Survivor sein auf dem Planeten. Du kannst den Killer auf Doom loopen. Wenn deine Mates keine Gens machen, dann bringt dir das alles gar nichts. So, und die ist Dead on Hook hier. Das ist, glaube ich, oh ja, guck, sag ich doch, wird gemorit. Das Mori ist leider immer noch dasselbe. Auch durch den Legendary Skin wird das nicht verändert. Und ja, damit ist der erste raus. Ein Gen ist fertig. Und es ist kein Gen ist in Reichweite für. Oder ist in Reichweite dafür, dass er fertig wird. Oh. Ah, ja, ja, nein, 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 das war. Der hätte, glaube ich, vorher gegen was anderes dashen müssen, damit das funktioniert. Oh, daneben geschwungen. Schön. Sehr schön. Einfach abgestraft, den Typen. Finde ich gut. Cludi ist schon wieder bereit, aber Kratzspuren haben sie verraten. Oh, daneben geschwungen. Ja, kommen die Schwingerinos hier. Ja, mach die Wand jetzt mal auf. Die muss man gleich am Anfang der Runde aufmachen. Das ist so essentiell als Killer. Auf Krähenhorst die beiden Türen da aufzubrechen. Oder ist es doch Lightborn? Ich habe eben die Aura, wir haben die Aura von Flödi gesehen. Sie spielt also doch Lightborn. Ja, Lightborn und Shadowborn haben ein ähnliches Icon. Deswegen bin ich da immer. Oder weiß ich nicht immer ganz genau, was da gespielt wird. Wenn ich über die Videos drüber schaue. Deswegen sage ich immer beides. Aber es ist hier Lightborn tatsächlich. Ah, da läuft die. Sie läuft aber langsam. Weil sie hört keinen Terrorradius. Weil sie weiß nicht, wo kommst du her. Unentdeckbar, kein Terrorradius, kein rotes Licht. Unentdeckbar, glaube ich, einer der stärksten Statuseffekte, die ein Killer haben kann. Und er wird einfach abgezuppelt. Aber gut. Also ich hätte jetzt, glaube ich, auf die beiden da umgeschwenkt. Dem Jake noch eine mitgegeben und dem Retter dann verfolgt. Der Retter war ja die Obsession Fang. Und wir haben jetzt hier Clödi auf Abwägen, so wie es aussieht. Da wird gedashed. Ja, easy. Easy.
Und der Gen, oh, der ist weit. Der Gen, ich glaube, das ist der weiteste Gen, den wir hier haben. War zu schade, dass jetzt da auch noch ein Squirtschub neben ist. Ja, GG, Generator. Ja, es ist der weiteste. Das Schmerzensecho. Alter, ich würde diese Fänge jetzt mal einfach rausnehmen, ne? Ohne Mist. Okay. Was war da los? Fäng läuft vor die Wand. Hat hier jetzt ein Disconnect? Oder hatte Alexis gerade einen kleinen Einbruch in der Latenz? Ich würde... Komm, der Jake ist auch da. Geh mal auf den Jake, oder? Der ist verletzt. Schön. Einfach nur schön. Oh, der war richtig gut. Ja, und Skirtschuk und Generator geht wieder runter. Nee, doch nicht. Das heißt, dieser Gen ist nicht der weiteste. Das wissen nämlich viele auch gar nicht. Viele spielen ja auch Perks einfach, weil irgendwelche Content Creator irgendwas nehmen und sagen, das ist gut, spielt das. Und dann wird alles gespielt, aber keiner weiß manchmal so richtig, was machen die Perks eigentlich. Und Schmerzensecho setzt immer den Gen zurück, der am weitesten Fortschritt hat. So, wir haben ja Clydia, die ist, glaube ich, auch Mori ready, also sprich Dead on Hook. Das war ein schöner Schwung. Hätte funktionieren können. Aber Clydia hat noch nicht gemerkt, dass du Lightborn spielst, was mich wundert. Also entweder ist die wirklich, wirklich gammelig mit der Taschenlampe. Oder sie peilt das einfach wirklich nicht. Komm, jetzt Schwung. Hätte sie früher ansetzen müssen, glaube ich. Und noch nicht so komisch verziehen dürfen. Weil es war mir klar, dass sie das Fenster nimmt. Es war mir klar. Und sie läuft extra so einen großen Bogen, um den Fast Vault aufs Fenster zu kriegen. Oh, der war aber gut angesetzt. Oh, der war gut angesetzt. Achtung, das Fenster, sie holt aus. Faked aber an. Da aber, also, wow. Also Window Fakes, gute Window Fakes. Ich falle immer drauf rein, Leute. Und jetzt rennt sie zum Main. Oh. Ah, zu lange nachjustiert, okay. Ja, zur Not woanders hin dashen und gucken, ob man wen anders findet. Ja, der Jake, komm, ich würde mir die Palette auch hier geben lassen. Die ist einfach nervig. Die Palette hier, die würde ich. Guck mal, das ist ein Generator und eine Palette. Das ist einfach zu gut für Survivor halt, ne? Deswegen lass dir die Palette ruhig geben. So, reinsnacken hier, genau. Aber er will die Palette, ne, guck mal, er will das richtig hart ausspielen, ne? Er will es ausspielen. Komm, lass dir die Palette einfach geben. Ist egal, ist sie weg. Es ist eine starke Palette an einem Generator. Sowas muss weggemacht werden, genau. Oh, jetzt wird rumgedasht. Oh, okay, das ist hart, ja. Das war ein... Ja, was soll ich dazu sagen? Es war schon... Es war ein gutes Dead Heart, aber man hat gemerkt, der Jake hat sich irgendwie in eine Situation gebracht, wo er sich dann nur auf Dead Heart verlassen konnte, weil normal wäre er da down gegangen. Ja, Killer Shack mit Generator innen drin ist schwer für Blight zu dashen. Da musst du dich, glaube ich, auf den Normal Hit verlassen. Kann, also geübte Blight-Spieler kriegen das bestimmt auch hin, aber das ist wirklich in der, also es ist schwer, und der Jake hätte jetzt die Palette nehmen müssen eigentlich. Aber ich glaube, er ist erst Second Hook. Wird einmal nachgeschaut. Ne, er ist Dead on Hook. Er ist Dead on Hook. Wir haben nicht annähernd Gens in Reichweite für den Ausgangstor. Und er nimmt die Shack-Palette nicht. Also, oh, ich hätte die Palette geschmissen. Gut, zwei Gens sind ready geworden. Verbleiben aber noch zwei Survivor, die ebenfalls beide Dead on Hook sind. Einer ist sogar verletzt, das ist nämlich die Clydia hier. Aber hier ist auch die Obsession Fang, die ist immer so frech und tut die Leute abhängen, wenn der Killer noch da ist. Also die würde ich mir jetzt erstmal vornehmen, mal ganz ehrlich, diese alte Sau. Aber wir haben hier Clydia. Das ist auch okay. Aber ich hoffe mal, lieber Alexis, du schenkst der Fang nicht die Hedge, weil das hat sie nicht verdient. Die farmt die Leute einfach ab und das ist doch vollkommen nervig. Ich wollte gerade was anderes sagen, aber das
habe ich mir noch mal im letzten Moment verkniffen. Ja, da oben zu loopen ist, kommt drauf an. Kann gut enden, kann aber auch sehr schnell in die Buchse gehen. Und es geht hier super schnell in die Buchse. So, Klödi ist dead on hook. Ja, wird gemorit. Das heißt, diese nicht so teamorientierte Fang kann jetzt die Hatch kriegen. Und das ärgert mich. Also mich persönlich ärgert es jetzt gerade. Weil wenn die jetzt durch die Luke abdampft, dann würde ich, glaube ich... Oh Gott sei Dank, mach die Luke bitte zu, Alexis. Das hat sie nicht verdient. Die Fang hat nicht die Hatch verdient. Aber willst du sie anlocken? Mache ich auch manchmal tatsächlich. Mache ich manchmal auch. Ja, mache ich auch sehr oft. Klappt nicht immer, ja. Wegen Terrorradios, rotes Licht, blablablub, kennen wir alles. Aber das ist auch eine legitime Taktik. Die ich aus dem Feld noch drauf rein. Nein, schenke die. Nein, oh Alexis. Das gibt einen Camera-Minuspunkt. Weil in meinen Augen hat sie das nicht verdient. Das sage ich dir ganz einfach, wie es ist, Alexis. In meinen Augen hat sie das nicht verdient. Weil sie hat nicht teamorientiert gespielt, immer die Leute abgehackt, wenn du auch dabei warst. Du hast doch nicht reingetunnelt, aber trotzdem macht man das nicht. Ja, man macht das einfach nicht. Ja? Also die Hatch hat die Fang nicht verdient. Die Klödi. Die Klödi hat es verdient eigentlich. Die hat immer versucht, die hat versucht, Flashlight zu saven. Die hat einen Generator gemacht. Also die Klödi hätte die Hatch mehr verdient wie diese Fang. So. Ansonsten, gute Runde, schön gespielt, nicer Skin, schöne Moris, wie man es von der Mori Queen kennt. Und wenn das Video euch gefallen hat, liebe Leute, dann einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.